Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team. Auf zum fröhlichen Jagen. Letzten drei Spiele stehen an. Ich hoffe, dass ich noch es schaffen werde, zwei Spiele zu gewinnen. Dann sind wir nämlich Gold 2. Wenn nicht, bin ich auch mit Gold 3 zufrieden. Und ja, ne? Haha. Hauptsache nächste Woche wieder Weekend League. Come on, Brasilianer, ihr seid besser als die Bundesliga. Beides ist gut, Bundesliga und die hier, aber rein so, ne, von der Positionsspieler und so, ne, sind ja schon die Brasilianer besser. Und die haben auch zwei Brasilianer drin, allerdings habe ich nur einen davon, nämlich Willian. Jesus würde ich eigentlich nicht die normale Version probieren, wenn ich irgendwann mal total Bock habe, keine Zeit und Zeit habe, die Kohle und alles andere schon gut besetzt ist, würde ich mal irgendwann halt in Form Jesus testen, aber das steht an den Sternen, weil ich glaube, es kommt dann irgendwann, wie gesagt, in Form Firmino, dann gibt es auch noch ein, zwei andere Stürmer oder Spieler, die mal als Stürmer spielen könnte, die man probieren kann. Also ja, da muss schon einiges passieren, damit ich dann doch mal irgendwann den Jesus in Form teste. Ich habe, wie gesagt, auch gar keinen richtigen Bock, weil er so gehypt ist, weil ihn so viele spielen und weil er so hässlich aussieht. Jetzt nicht real, sondern wie sie ihn animiert haben. Schade. Wollte auch eigentlich eine Schussstellung in den Stand machen, aber egal. Weil die kann ich besser oder die funktioniert besser als in eine bestimmte Richtung, finde ich. Miranda jetzt schon die zweite gute Balleroberung in dem Spiel. Okay, das war krass von Willian. Wir sich einfach mal halt gar nicht vom Ball trennen lassen. Das war auch krass von Neymar. Da ist Willian schon wieder am Ball. Also könnte sein, dass. Ja, aber er muss halt auch noch Scorerpunkte erzeugen. Aber ansonsten würde ich wohl Willian lassen. Weil der echt bisher sich ganz geil spielen lässt. Ach, schade. Ach, da habe ich echt gedacht, den macht er rein. Krass geil von Fährmann. Das war eigentlich eine gute Position für Firmino für den Abschluss. Schon wieder Miranda. Da macht er ein ultra starkes Spiel gerade. Was ist Albert denn da Firmino noch davon rum? Schade, dass es nicht wenigstens eine Ecke geworden ist. Na genau. Krasses Tor, ist natürlich ein Lackertor aus der Position, aus der Entfernung, aber egal. Erster Schuss vom Gegner, herzlichen Glückwunsch. Oh, den guckt er sich nochmal an, diesen Treffer. Verdammt. Ah, schön gespielt. Tja, das kenne ich, wenn man dann den straffen Pass spielt und da geht sonst wohin. Krass gemacht von Jesus.
Sehr schön. Krass, dieser William. Krass. Na also, dann machen wir halt auch ein Lackertor. Wobei natürlich meins schon, pass auf, jetzt kommt's, luckiger war als das vom Gegner, weil bei mir klassischer Abpraller, beim Gegner halt krasses Distanztor. Aber wenn der mal solche Tore macht, bin ich auch zufrieden, weil die Abpraller muss ja auch jemand machen. So, und jetzt drehen wir das Spiel und gewinnen. Willian ist halt definitiv nach hinten viel stärker als Andersson, das merke ich schon. Was? Kein Foul? Okay. Aber nicht schön gestört bei der Passabgabe. Scheiße. Boah, der kommt, der kommt. Zum Glück scheint er kein Dribbelverliebter zu sein. Der ist einfach nur durchgelaufen mit Martial. Oh, Neymar hat sich verletzt. Oh, das hat er leider richtig gut gemacht. Oh, das haben wir leider richtig scheiße gemacht. Wenn wir jetzt ein Tor fressen, ist es meine Schuld. So, okay, das ist eine neue Situation. Jetzt ist nicht mehr meine Schuld. Also, es kann natürlich meine Schuld sein, wenn wir jetzt ein Tor fressen, aber ich hoffe, dass es nicht so ist. Wenn wir gar kein Tor fressen. Okay, Gegner schlagbar. Aber jetzt nicht so schlecht, dass ich hier in 100% der Fälle gewinnen werde. Ich meine, ich habe schon gegen viel schlechtere Gegner verloren, das ist das Ding. Ich erinnere mich an das eine Spiel, wo der Gegner ernsthaft nur einen einzigen Schuss abgegeben hat, in der 90. oder so, und ich stand halt 1-0 für den Gegner und ich habe 1 Million Mal geschossen und einfach das scheiß Ding hier reingemacht. Schön, Telles bleibt einfach stehen und nimmt den Ball mit, so wie es gehört. Oh, eigentlich geil. Aber halt leider zu weit. War er eigentlich schon durch, aber ich kenne das. Man macht beim Trick, obwohl man schon durch ist, weil man halt nicht gedacht hätte, dass man durch ist. Und den Trick hat man eingegeben, bevor man durch war. Och, zum Glück. Aber das hat wieder gezeigt, wie defensiv stark Willian ist. Zum Glück wurde es dann als faul gewertet. War meiner Meinung nach keins.
Scheiße, zu spät. War definitiv zu spät, der Pass. Oh, da haben wir jetzt zum Glück richtig krass gestört. Aber wie gesagt, mein Fehler war halt im Aufbau, da habe ich zu spät gepasst. Komm! Boom! Was für ein Knaller! Sehr geil! Das mag ich. Kann noch wegrennen. Sehr geil. Wurde auch mal wieder Zeit, dass man mir mal wieder einen auspackt. Ich glaube, da ist sogar eine Kerbe jetzt in der Latte drin. So hart hat er den Ball dagegen gekickt. Guckt es euch an und. Boom! Sehr schön. Spiel gedreht. Come on! Nimmt die Bälle echt geil mit. Das macht er echt gut. Also wie oft er da schon an mir vorbeigekommen ist, nur durch eine gute Ballmitnahme. Kann auch am Spieler liegen, den er da gerade steuert, aber das macht er echt gut. Und das spielt natürlich auch noch lange nicht durch. Nicht mal in der momentanen Verfassung, aber gut, ein Tor Vorsprung ist nie durch. Ist das Thiago Silva davon? Was macht denn Thiago Silva im Angriff? Das hat er jetzt ein bisschen schlecht verteidigt, weil ich da nicht zum Schuss kommen darf. So, Ausdauer geht eigentlich bei beiden noch. Wir führen auch. Wie gesagt, Willian hat auch deutlich mehr. Ich glaube, Felipe hat so knapp 80, wenn überhaupt. Vielleicht sogar noch 75 und Willian hat 87. Danke für die Ecke. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum man Ausdauer nicht boosten kann, also verstehe ich nicht. Weil, warum kann man denn andere Werte boosten, aber Ausdauer nicht? Weil Ausdauer kann man doch genauso trainieren wie Schussgenauigkeit oder Kopfballgenauigkeit. Und wenn sie halt der Meinung sind, die Programmierer, das wäre einfach zu overpowered, was ich aber halt gar nicht finde, mit der Ausdauer, dann. Schade. Aber wie gesagt, Neymar hat einfach auch keinen überragenden Distanzschusswert, 80 halt. Aber es hat sich angeboten, in der Situation zu schießen. Genau, wenn sie meinen, dass halt Ausdauerboosten zu overpowered wäre, dann müssen sie es halt einfach so machen, dass man nur bei. Oh, genau. Dass man es nur bei bestimmten Chemistry Styles mit Ausdauer boosten kann, die halt zum Beispiel die Physis mit anheben. Oder dass es vielleicht einen Chemistry-Style gibt, der nur Physis anhebt und dann halt Ausdauer mit und man sich dann überlegen muss, ob man ihn dann anwenden will. Also keine Ahnung, kapiere ich nicht so richtig. Schade. Musa, der Mann ohne Körper. Hauptsache Pace. Scheiße. Ach, jetzt können wir es eigentlich wechseln. Fuck, Neymar hätte halt ein Tor machen können. Egal, dann lassen wir es halt noch ein bisschen länger spannend. Natürlich hat dieses nervige zweite Tor natürlich auch wieder Jesus gemacht, nur um mir zu zeigen, haha, ich bin gut. Thank you.
Oh nein, nein! Wir fressen echt noch das 3-2. Scheiße! Wir haben geführt und jetzt ist es schon wieder fast durch, das Spiel. Krass. Und da geht das echt nicht so gut, ne? Ey, das zeigt nur, wie scheiße ich gerade spiele. Ich weiß nicht, ob ich hier was besser machen können. Ist mir auch egal gerade. Dann habe ich dann halt zwei finale Spiele, die ich beide gewinnen muss für Gold 2. Und wenn ich das nächste Spiel verliere, dann ist es halt vorbei für mich. Und wir sind dann, obwohl wir jedes Spiel machen konnten, einfach mal als Gold mit Gold 3 rausgegangen. Das habe ich auch noch nie hinbekommen. Ich weiß nicht, was genau passiert war, als ich das letzte Mal Gold 3 war, aber. Oh, fick dich! Schusstäuschung! Ach, das ist auch wieder eine bittere Niederlage. Also das ist auf jeden Fall ein Spiel, das hätte man nicht verlieren müssen gegen den Gegner. Wahrscheinlich letzter Angriff. Sehr gut. Wenigstens noch in die Verlängerung. Jetzt gewinnen wir das Spiel auch noch. Come on hier. Kein Bock, diesen Scheiß zu verlieren. Komm schon. 3-3 für Minio Doppelpack. Wer hat denn eigentlich das erste Tor gemacht? Weiß ich gar nicht mehr. Ja, Statistik spricht auch komplett für uns. Dann hat den Ey Nuss in die gelbe Karte bekommen. Direkt Rudelbildung, gar nichts passiert. Gibt's jetzt rot? Nee, das ist doch gelb. Ich wollte schon sagen, das kann auch kein Rot sein. Ich glaube, er hat Angst vor dem Elfmeterschießen. Er ist gerade so aufgeregt. Habe ich das Gefühl zumindest. Vielleicht schießt er schlechte Elfmeter. Das wäre natürlich gar nicht schlecht. Ich meine, ich schieße nicht die besten Elfmeter der Welt, aber meistens grundsolide. Wenn der Gegner also gerne mal einen Elfmeter verkackt, dann hätte er einfach schießen sollen. Ach, Mann. Bevor ich wieder ins Nichts passe, einfach mal eine Ecke rausholen. Oh, lag doch bitte noch mehr. Schade.
Versuch, was wäre, hätte er fast geklappt. Schade. Komm schon. Aber also ich weiß es nicht, aber ich tippe darauf, er schießt vielleicht den Elfmeter. Ich weiß es nicht. Logischerweise, aber mein Gefühl sagt mir, so wie er gerade spielt, versucht er auf jeden Fall nicht ins Elfmeterschießen zu kommen. Mein Eindruck kann mich natürlich auch irren, also täuschen, aber es wirkt halt, als wenn er gerade total übermotiviert wäre. Vielleicht kann ich dadurch auch noch ein Tor aus dem Spiel herausschießen. Mal gucken. Schade. Thomann draußen. Oh, er steht wieder auf rechtzeitig. Schade. Na, oh. Und wieder. Ich war dran. Er bekommt wieder den Ball. So ein Scheißlacker, ey! Nur weil er wieder diesen verfluchten Ball bekommt, obwohl ich dran bin. Fuck, Mann! Und dann schaffe ich es natürlich nicht mehr, Son vom Schießen abzuhalten. So ein dummer Lacker, ey! Fuck, fuck, fuck! Viel besser! Ach, das ist egal, komm, wozu reg ich mich auf? Wir machen jetzt einfach das 4-4 und gehen ins Elfmeterschießen rein. So eine Scheiße wieder, ey! Guck dir's an, das war gut gemacht, die Ballrolle, gebe ich zu. Dich einfach, ey. So eine Scheiße. Dieser Fährmann zum Kotzen. Wahrscheinlich schon 10 Paraden oder so gemacht. Das war dumm von mir. Ich hätte gedacht, dass es anders macht. Komm, Pace hoch. Dann fall wenigstens hin und hol einen Elfmeter raus, wenn du schon nicht schießen kannst. War's das? Ich dachte, wir haben noch eine Halbzeit. Fick dich. Geil. Geil, geil, geil. Läuft. Will ja eine Vorlage. Och, Mann, ey. Dieses Spiel hätte man sowas von nicht verlieren müssen. Das ist auf jeden Fall so ein ganz typisches Spiel, das hätte man nicht verlieren. Guckt euch die Scheiß-Statistik an, ey. Fuck. So ein dreckiger Lacker und Hauptsache ist ein beschissener Musa wieder, ey. Dieser Scheiß. Oh, ich reg mich gerade viel zu sehr auf. Ich muss aufhören hier die ganzen schlechten Worte. Ich entschuldige mich dafür. Und 16 Paraden, das war so klar. Egal, weiter. Wenn wir das Spiel jetzt verlieren, ist es vorbei. Dann mache ich auch das letzte Spiel nicht mehr. Ich gucke jetzt nochmal kurz nach wegen Monatsrang, aber ich glaube. Monatsrang haben wir auch geschafft. Ja, Gold 1, sehr gut. So schlecht einfach nur, so schlecht, so beschissen schlecht. Fuck, ey. Oh nein. Aber echt nicht gut, der Gegner. Oh, dieser scheiß Dreckstor von Sonne am Ende.
Ach, die schwarzen Hosen sind mir jetzt auch egal. Oh, ziemlich schwaches Team. Ah, da wird wahrscheinlich totaler Trickser, Dribbler und sonst was sein. Passt auf. 79er am Tor ist ein bisschen merkwürdig. Vielleicht können wir ja über Distanzschüsse ein bisschen was probieren. Ja, mal Glück. Ich will es immer alles viel zu cool machen, anstatt das mal schnell zu machen. Die muss Arangis machen, aber er macht halt lieber die schweren Tore und dafür macht dann Bailey die. Ach ne, es war ja auch ein schweres Tor. Aber wenigstens wurde der Fehler irgendwie ausgenutzt. Irgendwie. Wenn er auch eigentlich Arangis selber machen muss. Bailey macht ihn dann mit seinem schwachen Rechten. Sehr schön. So hätte das Spiel gewinnen, damit es dann spannend bleibt und ich noch eine Chance habe auf Gold 2 und dann schön unglücklich das letzte Spiel verlieren, damit es umsonst war. Das ist so mein Traum. Wäre ganz geil, wenn wir jetzt ganz schnell ganz viele Tore machen und der Gegner direkt abbricht. Darauf hätte ich Bock. Okay. Nice. Wäre auch nicht angekommen, wenn der Gegner nicht da gewesen wäre. Aber wenn ich einen Tick kürzer spielt, dem passt, dann kommt er sogar an. So, jetzt hier mal schneller, ey. Interessante Formation irgendwie. Fehlt das komplette Mittelfeld bei ihm. So gefühlt. Elfmeter. Ach, ich glaube, es war vorm Strafraum, oder? Dass es losging. Ja, schade. Wieso standen da direkt ein Gegner? Hä? Das habe ich gerade nicht kapiert. Zweite Tor, Goretzka macht mal eins. Vielleicht kriegen wir da wirklich hin, jetzt hier noch zwei Tore zu machen in der ersten Halbzeit. Dann. Oh, er geht jetzt schon auf Pause, aber ich glaube, er stellt nur die Formation um. Ich glaube, gut, dass er schon abkriegt. Wäre merkwürdig, aber wäre jetzt auch nicht schlimm, würde ich mich freuen. Er wird wahrscheinlich nur die Formation umstellen. Ja. Die Formation spielt ja auch normalerweise niemand. Dieses 3-3. Deswegen auch dieses kaputte Mittelfeld bei ihm. Okay, keine Ahnung, was er macht. Schön gemacht mit und von Kimmich.
Schade. Schön getribbelt. Schon wieder sinnlos, diese Schusstäuschung. Ich muss das einfach sein lassen. Ich verstehe das nicht, warum ich das immer wieder mache. Im Strafraum zum Dingens wechseln, wenn der Gegner hastig verteidigt. Oder um den Ball zu stoppen auf Außen etc. Aber nicht da, das bringt einfach so gut wie nie was. Klar, es gab auch mal schon, ich habe da schon zwei, drei geile Tore gemacht, wo die Schusstäuschung vorher geklappt hat, aber es ist halt so selten der Fall. Aber die natürlich nicht hinpassen. Okay, ultra krasse Parade von Radecki. Ganz, ganz krass. Ich weiß nicht, ob das Ding überhaupt reingegangen wäre, aber es war auf jeden Fall eine ultra krasse Parade. Auch wieder gute Parade. Haben wir Glück, dass es hier noch 2-0 steht. Wir führen aber immer noch verdient. Eher passen müssen. Ja, macht das gerade ganz gut. Ach Gott, Gegner hat gleiche Statistik, was die Schüsse angeht wie ich, aber ich denke, wir hatten die besseren Chancen. Er hat ja auch diesen Mega-Patzer gemacht, der glaube ich zum 1-0 geführt hat. Stand, was für ein Hammer! Krass, also wir haben ein bisschen Glück, das 3-0 ist viel zu hoch. Ich denke, wir sollten hier nur mit ungefähr einem Tor Vorsprung führen. Ein bis eineinhalb vielleicht. Krasses Ding aus dem Stand. Auch so ein bisschen den Torhüter auf dem falschen Fuß erwischt. So, und dann gewinnen wir das letzte auch noch. Ich habe jetzt keinen Bock, jetzt hier noch die Spiele zu machen alle. Und dann schauen wir doch noch Gold 3. Glück gehabt, dass der Pass nicht ankommt. Schön gemacht von Tolisso. Wenn es noch ein Tor schießen, bricht er, denke ich, ab.
Boah, geil vorgelegt. Das war aber auch gut getackelt. Macht er gut, der letzte Pass war sinnlos oder war nicht so gut, denke ich. Ah, abseits. Ball wegschlagen, gelbe Karte. Schön gemacht mit Sokratis. Wäre, glaube ich, auch abseits gewesen, weil Arangis sich leider nicht zurückfallen lässt, sondern einfach weiter stupide nach vorn rennt. Okay, wie das zustande gekommen ist, war auch ein bisschen lucky, aber es war, wie ich gesagt habe, viertes Tor und er bricht ab. Sehr gut. Werner, Arangis, Bailey, Goretzka. Das ist auch selten. Vier Tore, vier Schützen, Vorlagen. Gibt es nur drei. Bailey, Arangis, Origi. Und jetzt das letzte Spiel. Komm schon, lass es mich bitte gewinnen. Ich will jetzt wenigstens noch Gold 2 schaffen. Das bringt ja auch nochmal mehr Coins etc. Oh, wir brauchen einen Sieg, haben wir ein Spiel. Was für eine schlechte Weekend. Die ganzen letzten Weekend Leagues waren schlecht, aber da konnte ich es immer noch auf irgendwas anderes schieben. Hier in der Weekend League habe ich ja eigentlich jedes Spiel, ja, ich habe jedes Spiel selber ganz normal gespielt und habe es trotzdem komplett verkackt. Scheiße, Mann. Aber ich merke auch, dass ich nicht gut spiele. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, das hängt auch einfach damit zusammen, letztes Jahr habe ich ja auch viel, viel mehr unter der Woche gespielt. Also, dass ich da einfach meinen Rhythmus hatte und eingespielt war und besser geworden bin. Und jetzt spiele ich ja eigentlich wirklich nur noch zur Weekend League oder fast nur noch zur Weekend League. Und jetzt kriegen wir nochmal ein richtig krasses Team und der wird wahrscheinlich auch richtig krass spielen. Und wir werden bis ins Elfmeterschießen kommen und da dann ganz kläglich versagen. Nee, Quatsch, wir gewinnen jetzt einfach, weil wir uns konzentrieren und jetzt uns nochmal richtig schön aufregen, dass der Gegner schon wieder Pause drückt. Oh, das war echt noch, also ich, meiner Meinung nach war das in FIFA 17 nicht so schlimm, oder? Erinnere ich mich gerade falsch? Also das ist doch jetzt in FIFA 18 gefühlt jedes Spiel. Es ist nicht jedes Spiel, aber echt viele Spiele. Und meiner Meinung nach war das in FIFA 17 nicht so, oder? Er spielt ein 4-2-3-1, aha. Der Letzte, der das gegen uns gespielt hat, hat dann auf ein 4-2-2-2 gewechselt, weil er total aufs Maul bekommen hat. Wir hoffen mal, dass es jetzt hier genauso ist. So, jetzt konzentrieren. Noch einmal wenigstens jetzt gut spielen. Nur dieses eine Spiel und dann noch glimpflich abschließen in der Weekend League. Oh, ich habe direkt auf Schießen gedrückt, da hat es nicht gemacht. Weil ich mir schon gedacht habe, dass eine Annahme nicht bringt. Oh, da war eine Lücke, ich habe sie gesehen und dann kam irgendwie ein merkwürdiger Pass vom Gegner, da haben wir Glück gehabt. Alter, aus der Drehung so ein Pass, der darf nie ankommen. Schön, dass wieder der Schiri so ähnlich den Spieler vom Gegner sieht. Das macht Spaß. Manchmal glaube ich ja, dass die Spieler das auch mit Absicht machen. Krasses Tor. Ich hab's geahnt, ohne Scheiß. Also nicht bevor ich geschossen habe, aber als der Schuss kam, dachte ich, oh, die Kurve sieht aus, als wenn sie reingehen könnte. Krasser Schuss, krasses Tor von Raphael. Komm, jetzt haben wir sind in Führung. Wir müssen jetzt einfach kein weiteres Tor mehr fressen. Dann haben wir jetzt Gold 2. Streng dich an, mach noch mehr Tore. Come on. Und ich glaube, der war auch von alleine geschlänzt. Also ich habe nicht geschlänzt, aber er sah geschlänzt aus. Und auch quasi wieder aus dem Stand raus. Krass.
Schön gemacht mit Dani Alves. Der mir jetzt mit Shadow auch deutlich besser gefällt, aber das war ja eigentlich klar. Tja, das war mein Fehler. Geil, das ist. Das in dem Spiel, ey. Ich wollte logischerweise rüberflanken auf den anderen Außenverteidiger und er flankt halt auf den Innenverteidiger. Oh. Hier, die. Na, ist egal. Geil, wie ich meinen Vorteil wieder kaputt mache. Mit einem Scheißfehler. Aber wir können ja immer noch gewinnen. Oh. Das ist bitter, ey. Aber ich kann nur mich selber zur Verantwortung ziehen. Hauptsache kann ich durchrennen nach außen. Keine Karte? Okay. Zu weit vorgelegt. Ich musste einmal noch sprinten. Das ging nicht anders. Wenn ich den einfach nur angenommen hätte, hätte mich der Gegner eingeholt und der Ball wäre weg gewesen. Ich hätte anders machen können, ist halt direkt schießen. Na, da wollte ich auch nicht machen. Getunnelt. So, diesmal flankt man wirklich auf den anderen Verteidiger. Scheiße, dieses 1-0 war echt Gold wert und ich verkack's. Mit meiner eigenen Blödheit. Was machen denn meine Spieler? Was machen denn meine Abwehrspieler?
Was lassen denn die den bescheuerten Costa so alleine, ey? Wie die letzten Vollidioten. Ich kann echt nicht jeden steuern. Fuck. Der Gegner spielt auch nicht wirklich schlecht, deswegen, ich werde es nicht schaffen. Ich werde das Spiel nicht drehen, bin ich mir einfach sicher. Ich weiß, man soll positiv denken, aber das ist mir jetzt auch egal. Hab einmal geschossen, geil. Ich rede nicht mehr, versuche mich zu konzentrieren. Wieso macht er denn den nicht? War doch eine super Position. Zu hoch. Ich werde auch 100 Mal zum Abschluss kommen und werde es trotzdem nicht schaffen. Danke. Danke, Casemiro. Kann der Nervboy mal den Ball hergeben? Hat aber auch Zeit. Verstehe ich nicht, wie er den Ball bekommt. Habe ich. Na, ist egal. So ein Scheißlacker, ey. Ist unglaublich. Es ist klar, seine scheiß Dreckschüsse gehen natürlich immer rein, meine nicht. Ich verliere. Es kommt genauso, wie ich gesagt habe. Fast genauso. Ich habe gesagt, es gibt einen Elfmeter schießen. Aber es kommt fast genauso, wie ich gesagt habe. Ich werde das letzte Spiel natürlich verlieren, damit die ganze Scheiße umsonst war. Schön mit Gold 1 nach Hause gehen. Mit Gold 3 nach Hause gehen. So schlecht. Ein beschissener Fährmann hält wieder alles, ey. Oh Gott.
kotzt mich das an. Hä, ja, warte mal. Komm jetzt, er macht dieses scheiß Tor, ey. Fern wird am Ende wieder 20 Paraden haben. Oh, das war doch kein Foul. Der hat die Ballannahme verkackt. Dafür kann ich doch nicht. So ein Lacker, ey. Aber trotzdem, ein Gegentor, eigene Schuld, na, das darf halt nicht passieren, von daher. Komm, wir gehen wieder auf Pace. Selbst wenn ich jetzt ein Tor schieße, da geht halt auf Zeit und Bums. Fuck, ey. Wir haben jedes Spiel gespielt und werden Gold 3. Das ist echt das schlechteste Ergebnis, das wir je geschafft. Also mit Abstand. Mit Abstand. Mit Abstand das schlechteste Ergebnis, das wir je gemacht haben. Und das ist auch noch FIFA-übergreifend. Ja, komm, mach deinen Spastentanz, passt zu dir. Bis zum nächsten Mal. Wenn ich Packs aufmache für Gold 3. Ja, was sonst? Ich meine, spielt es eh keine Rolle mehr, aber. Er will doch eine rote Karte provozieren, aber ist mir auch egal. Gibt's halt eine rote Karte, ne? Und das nächste Spiel mache ich sowieso mit einem anderen. Mit einer anderen Mannschaft. Ich meine, ich könnte jetzt auch einfach rausgehen und abbrechen. Das ist gar keine rote, okay? Ich lasse der rot. Siehst du, er will eine rote Karte provozieren, aber egal. Tja, macht's gut. Scheiß Drecks, beschissene Weekend League. Schlechteste, die ich je gespielt habe. Das ist unglaublich. Oh, fuck! Gold 3, es ist. In FIFA 17, da habe ich nie, kein einziges Mal Gold 3 gehabt. Kein einziges Mal.
Und jetzt in FIFA 18 haben wir es zweimal. Ich glaube, das erste Mal weiß ich nicht mehr genau, wieso der Gold 3, wie der Gold 3 zustande gekommen ist, aber ich glaube, da hat man halt mindestens zwei Spiele Disconnect oder sowas. Könnte sogar noch mehr gewesen sein. Könnte sogar drei gewesen sein, aber mindestens zwei Spiele gab es halt Disconnect. Und hier, ich habe jedes Spiel gespielt. Ich habe 12 gewonnen und 13 verloren. Danke. Was gibt's denn für eine Belohnung? Wo kann ich denn die sehen? Es ist so bitter. Ein Megaset, ein Premium Goldspielerset. Okay, die Packs sind gleich, aber es gibt halt 10.000 Coins weniger. Naja, wenigstens haben wir zwei Packs zum Aufmachen. Oh, fick! So eine Scheiße, ey. Bis zum nächsten Mal. Wir machen aber noch das Pack auf. Ist eh nur Schrott drin, ey. Beschissener Leihspieler. Braucht kein Schwein den Rotz. Die verstopfen bloß die... wie heißt's? Den Verein. 7 Spiele, also niemand krasses. Deutschland, Mittelstürmer, Raphael. Nee. Müller. Okay, den wollte ich eh immer mal testen, aber ohne Champions League Style macht halt auch keinen Sinn. Aber naja, vielleicht teste ich ihn mal als ZOM halt. Das hat halt einfach Werte. Gar nicht mal so gute Fernschüsse, aber mit Maestro wäre es ganz geil. Würde er ja plus 10 auf Fernschüsse bekommen und plus 10 auf Schusskraft. Langer Pass ist halt ja, eigentlich total beschissene Werte für den ZOM. Gute Ausdauer, naja. Nicht mal ein Vertrag, na geil. Bis zum nächsten Mal, tschüss.